Hallo zusammen, ich habe hier ein Weinsberg Wohnmobil mit einem Vitri Frigo drin, ein Slim 150 und der kühlt nicht. Ist logisch. Ihr seht hier das Holzbrett, das habe ich zerstört, auseinandergenommen. Das war hier drin. Wir sehen hier den Kühlschrank, das Wohnmobil ist eng, ich habe gerade den Kopf angeschlagen. Das ist hier ein Slim 150 von Vitri Frigo, der ist original eingebaut. Reinschauen tun wir nicht, da habe ich irgendwo sicher ein anderes Video. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier was sieht. Beleuchtung ist schlecht. Hier habe ich einen Tee drin, das ist noch die Heizung. Die habe ich mal gelöst. Und hier ist das Holzbrett, war davor. Luft kriegt der Kühlschrank, das Kühlaggregat hier innen nicht. Ich habe jetzt hier das Brett rausgetrennt. Ihr seht das vielleicht, hier unten habe ich noch die Schrauben, die rausstehen. Die sind ja dann von der Zwischenwand her angeschraubt. Aber hier, seht ihr, das Brett hier, hier müsst der Kühler Luft kriegen. Das Ding ist auch jetzt lose. Hier, seht ihr, das Ding kriegt keine Luft. Das heißt, ich probiere jetzt das ganze Aggregat zu drehen. Wir sehen jetzt vielleicht hier hinten, es hat ein Loch, aber das Loch ist am falschen Ort. Also wenn wir jetzt das Kühlaggregat hier so drehen könnten und hier das Töchchen weglassen, dann wird das Teil wenigstens kühlen. Aber so wie da drin war, keine Chance, dass das Ding irgendwie eine Kühlleistung bringt, weil das ist komplett dicht. Also ich habe jetzt das Kühlaggregat noch mehr gedreht und wir sehen das Loch. Ja, das ist schon da. Nur das Aggregat stand nicht hinten, sondern weiter vorn, dass das Loch zumacht. Zufuhr wäre hier unten ein Gitter. Ja, aber das ist zur Hälfte zugedeckt mit dem Aggregat. Das heißt, das Ding hier so drin stehen lassen, die Heizung abhängen im Sommer. Und dann wird das Tank einigermaßen kühlen. Ja, jetzt sieht das so aus, also sicher nicht ideal, das Ding runterdrücken, es zieht jetzt hier Luft an, aber dieses Klappe hier muss entweder, dass der Kühlschrank funktioniert, offen stehen bleiben oder man könnte hier ein Gitter davor machen oder ganz wegschrauben. So auf die Schnelle würde ich sagen, einfach mal offen lassen oder schlimmsten Fall wegschrauben. Ja, das ist es gewesen. Holzbrett rausgeschraubt und jetzt wird der Kühlschrank dann wahrscheinlich auch kühlen. Ich verlinke euch hier oben, hier irgendwo, ein anderes Video, wo ich auch so einen Kühlschrank hatte. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.